Hallihallo und Mahlzeit! Willkommen zu einem brandneuen Let's Play! Und zwar spielen wir heute Atomic Robs. Das ist ein Rook-like Farming Twin-Stick Shooter mit crazy Pixel Art Optik, wo richtig Bock macht und richtig bescheuert ist. Wir fangen einfach mal an. Und da sind wir auch schon. Hier haben wir unsere Knarre. Es gibt insgesamt 3 Charaktere, wobei man 2 erst freischalten muss, aber wir haben schon standardmäßig Lavender. Und ich meine, glaub, viel cooler geht's eh nicht. Die ist schon super cool. Und wir fangen an mit dem Tutorial. Hier kann man das Tutorial spielen. Los geht's. Und da ist unser kleiner Farming-Bereich. Hör mal zu, Stadtmensch. Ich sag dir das nur einmal. Zum Leben brauchst du Geld. Um an Geld zu kommen, verkaufst du Pflanzen. Um an Pflanzen zu kommen, brauchst du Samen. Okay. Und zwar hier gibt es immer einen Korb am Anfang. Da hat man Samen drin. Bams. Jetzt mach dir deine Städterhände schmutzig und pflüg, damit du die Samen aussehen kannst. Und zwar, hier kann man schießen. Mit unserer Knarre kann man schießen die ganze Zeit. Unendlich Munition. Und mit, das machen wir mit R2 natürlich, wie bei jedem Shooter. Und mit L2 können wir jetzt hier gleichzeitig, während wir schießen, können wir hier anpflanzen. Zack, 4 Kartoffeln können wir pflanzen. Zack, tun wir erstmal umgraben. Dann pflanzen wir Kartoffeln. Zack, 4 Stück. Und dann müssen wir zum Brunnen gehen, da füllt sie automatisch Wasser auf und dann tut sie auch automatisch. Und wir können trotzdem die ganze Zeit schießen. Schießen kann man immer die ganze Zeit. Benutze eine Spitzhacke, um das Gras zu beseitigen. Mehr Erde bedeutet mehr Platz für Pflanzen. Ach, du bist ja eine Niete. So, dann machen wir das hier. Dann können wir das Gras hier wegmachen. So, na, erwischt doch mal. So. Zack. Oh Mann, riechst du den Mief? Gedüngte Pflanzen bringen mehr Geld. Du willst reich werden, oder? Oh Mann, riechst du den Mief? Also, das sagt er zweimal das Gleiche. Und zwar muss man seine Pflanzen füttern. Die sind sozusagen fleischfressende Pflanzen. Und dafür... Hier gibt es noch Samen. Die Sonne steht schon tief, Grünschnabel. Geh lieber zurück und verteidige dein Land. Andere Leute haben auch Appetit. So, und da werden nämlich unsere Pflanzen angegriffen. Und so Würmern. Die müssen wir killen, da kommt Dünger raus. So. Und dann tun wir hier Ernten. Hey, du bist ja doch keine Niete. Dann lass ich dich mal in Ruhe. Keine Sorge, hier ist noch nie was Schlimmes passiert. Ah jehehe. So, das war's auch schon mit dem Tutorial. Kurz und knackig. Ich hoffe, hier kann man irgendwann mal noch Sachen freischalten, weil ansonsten ist das Spiel eigentlich sehr rook-like. Hier gibt es so ein paar Erfolge, die man schaffen kann. Ich denke mal, das werden auch die Trophies sein. Die sind allerdings alle sackschwer. Aber ich hoffe mal, dass man hier irgendwelche Sachen noch mit der Zeit bekommt. Ja, wie gesagt, man muss die ganze Zeit nur R2 und L2 gedrückt halten zum Schießen und zum Graben und zum Einpflanzen, und auf Kreis tut man Ernten, und ansonsten benutzt man eigentlich die ganze Zeit nur die beiden Sticks. Dann schauen wir mal rein jetzt hier ins Spiel. Und los geht's. Wir haben hier unsere kleine Farm. Schnell müssen wir anpflanzen. So, nein, 4 Stück reichen. Mehr brauchen wir heute nicht. So, dann kommen die kleine Bienchen, die tun die befruchten. Und dann können wir hier gießen. Und da kommen auch schon die ersten Gegner. Und das können wir auch abernten. Alles, was so ein bisschen interessant aussieht. So, noch ein bisschen mehr Wasser. Füttern tun wir sie auch. Da kommen hier schon Maulwürfe. Die werden uns hier die ganze Zeit belästigen. Und
da es ein Rook-like ist, jedes Herz zählt. So, weg mit euch. Und noch mehr Wasser. Hier tun wir noch füttern. Ja, noch eine Kartoffel fertig. So, jetzt haben wir noch 45 Sekunden Zeit, um noch zusätzlich Samen zu sammeln. Eine Kartoffel haben wir noch, weil es lohnt sich eigentlich immer nur am Anfang des Levels zu pflanzen. Sonst werden die nämlich nicht fertig. Dann kann man nämlich hier auf die Felder rausgehen. Hier noch mehr Gegner killen für Power-Ups und Dünger und Pflanzensamen. Da haben wir, zack, haben wir schon ein paar Sachen gekriegt. Das haben wir dann alles für morgen. Hier geht's halt richtig ab. So. Zurück zum Feld, schnell. Auf geht's. Jetzt wird unser Feld angegriffen. Ja, drei Wellen müssen wir standhalten, dann kommen die Hasen. Deswegen ist es immer gut, wenn man jetzt schon alles geerntet hat, weil sonst klauen die einem nämlich die Ernte. Da, Dünger nehmen wir mit. Das brauchen wir alles morgen. Hier nebenbei können wir noch ein paar Pflanzen kaputt machen. Na, come on. So. Dritte Welle haben wir. Aber vor allem aufs Leben aufpassen. Nicht so schlimm, wenn man nicht alle auf einmal killt, aber wenn man Leben verliert, das ist halt tragisch. Es ist ziemlich schwierig, Leben zu regenerieren hier in dem Spiel. Man findet auch sehr, sehr wenig. Oh, und wir haben schon Fettsamen für morgen am Start. Super. Jetzt werden wir abgeholt. Machen wir hier noch ein paar Blumen kaputt. Und ab geht's zur Stadt. Und 18 Kohle haben wir gemacht. Gut, wir hätten hier noch ein bisschen mehr füttern können. Aber hatten wir nicht mehr genug Dünger dabei. Hier kann man sich auch so Brücken-Upgrades kaufen, aber die kann man auch finden. Also es lohnt sich eigentlich nicht, die zu kaufen. Dann kann man sich noch andere Gebiete freispielen. Hier kann man sich auch andere Waffen kaufen. Und hier ist die einzige Möglichkeit, wo man sich Leben regenerieren kann. Und dafür muss man Rosen pflanzen und dann hier ausgeben. Dann kann man hier noch mit Leuten flirten. Und das war's dann hier auch schon gewesen. Wir machen einfach den nächsten Tag. So, und da sind wir schon wieder. Wir hauen sofort rein und sofort pflanzen. Wir haben einige Samen dabei. Mal sofort auch düngen. Bevor die ersten Gegner kommen, haben wir schon angepflanzt und gedüngt. Da kommen wir eh schon erst im Maulwurf. Wasser immer zwischendurch voll machen. Und nicht vergessen zu düngen. Mal X drücken. Okay, jetzt haben wir nichts mehr.
Hier noch ein paar Maulwürfe weg. Ah, Wasser noch. Das war knapp. Aber man kann hier nicht wie in anderen Spielen, wie zum Beispiel Enter the Gungeon oder so, kann man nicht rollen. Sondern einfach nur normal ausweichen. Da haben wir noch ein bisschen Dünger. Ja, haben wir richtig gut Kohle gemacht heute. Oh, das gibt eine Rose. Die sind super wichtig. Die einzige zweite Währung bisher, die es gibt. Nice. Rosa Hammer. Leben immer noch voll, sehr gut. Und da sind wir wieder am Ende des Tages. Wir werden wieder angegriffen. Na, wo kommen hier die Feinde? Da. Da immer schön großzügig Abstand halten. Besser nicht treffen lassen. Wie gesagt, seid Rook-like, ihr behaltet nichts. Wenn ihr sterbt, fangt ihr da komplett von vorne an, da wo das Tutorial, wo man das Tutorial auswählen konnte. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen weiterspielen. Au, da einmal getroffen. Jetzt neue Hasen am Start, die wo Bomben schmeißen, die sind auch mies. Aber wir sind schon bei Welle 3, das schaffen wir. Können wir durchhalten. Mal schön gleich den Dünger für den nächsten Tag einsammeln. Ich glaube, das war's gewesen. Hier ist keiner mehr. Jupp, das war's. Wasser voll, Dünger haben wir auch gut. Noch ein paar Pflänzchen weg, so lang. Kann man auch während dem Loadscreen weiter draufhalten. Nice, 84 Kohle gegönnt. Eine Rose Hammer, könnten wir uns Leben kaufen, aber wir haben so viel Leben. So, aber wir haben zurzeit keine Samen. Das heißt, wir kaufen uns mal hier Wüstensamen. Sehr gut. Da haben wir schon 6 Stück, das ist super. Und geht's hier? Nee, wird noch nicht im Sommer. Das heißt, jetzt müsste theoretisch der Boss kommen. Das heißt, wir nehmen uns hier mal das SMG mit. Hier kann man seine Waffe dann auch noch aufwerten. Was haben wir hier noch? Gut. Das reicht fürs Erste. Los geht's. Und da haben wir schon schön vorgegraben. Da können wir jetzt sofort pflanzen. Und sofort auch düngen. Volle Energie. Oh, und geht richtig ab hier, unsere SMG. Weil die sind jetzt auch schon stärker. Man zieht nur etwas.
haben wir schon die ersten geerntet. Da haben wir nochmal Bohnen gekriegt. Komm, pflanz an, Digga. Ja, letztes Mal hatte ich schon einmal die Pumpgun, die war auch cool. Ich glaube Jack-Gewehr oder so hieß die. Aber die geht auch ab hier. Na. Gut. Wieder einiges an Kohle gemacht. Das Blöde ist nur, dass die Waffen nur für einen Tag halten. Das heißt, man sollte sich ein bisschen Kohle aufheben. Weil immer am Ende von jeder Jahreszeit kommt ein Boss. Und das ist natürlich besser, wenn man eine gescheite Waffe hat. Und sind die Überlebenschancen, beziehungsweise die Überlebenschancen sind gar nicht mal so schlecht. Aber man muss halt ihn auch besiegen. Dann kriegt man natürlich eine zusätzliche Belohnung. Da kommt er. Da ist er. Oh, da haben wir Monsterpot, Monstropot. Aua. Getroffen worden. Immer schön auf den Boss. Kleine Häschen auch noch weg, nicht, dass da zu viele kommen. Dann brauchen wir morgen auch wieder Dünger. Na, wo ist der Boss? Sehen gar nicht. Da ist er. Na, da muss man schon Gas geben mit Damage, wenn man ihn besiegen will. Da. Ja, wo ist er? Da. Ja, jetzt geht er schön runter. Den schaffen wir noch. Yes. Da gibt es nämlich auch noch einen Rosensamen. Super. Und perfektes Timing auch noch. So, mal hier noch ein bisschen umgraben so lang. Gut, 30 Kohle haben wir auch gemacht. Und die Waffe ist kaputt gegangen, leider. Ein Leben können wir uns noch kaufen. Und ja, schade, hier gibt es leider keine Samen mehr zum Kaufen. Schade. Sonst könnten wir uns noch eine Waffe kaufen. Aber, da wir jetzt den Frühling geschafft haben, kriegen wir hier noch eine zusätzliche Belohnung von der Bürgermeisterin. Oh, super. Sie ist satt. Nice. Da haben wir Brückenreparaturset, ein Dorn und platziere auf jedem Platz einen Samen. Nice. Super. Gut. Dann werden wir uns nächstes Mal an den Sommer anschauen. Hoffentlich nicht sterben, dass wir auch ein bisschen was davon haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ab sofort jeden Mittwoch gibt es eine Folge Atomic Robs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.